Und ab geht die Post. Können wir mal appreciaten, wie cool dieses letzte Abendmahl nachgemacht ist? Das gefällt mir sehr gut. So, ich bin gespannt. Legen Sie zum Schutz Ihrer Gesundheit eine Pause von 15 Minuten pro Spielstunde ein. Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind, oder nicht genug Schlaf hatten. Beides trifft auf mich zu. Far Cry 5 ist ein fiktives Werk, das in der aktuellen Zeit spielt und von der Realität inspiriert wurde. Ähnlichkeiten zu tatsächlichen Ereignissen und Personen leben wie tot sind rein zufällig. Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen Sie die Packungsbeilage und schlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und es geht los. Ubisoft. Montreal, ne? Dunia Engine. Noch nie gehört von der Engine. Ich kannte mal ein Mädchen, das hieß Dunia. Oh ey, ich will lieber nicht ins Detail gehen. Far Cry 5. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Hope County, Montana. Ich hoffe, Sie werden Ihren Aufenthalt genießen. Ich werde es tun. Klick. Profil wird angelegt. Okay, er meldet sich online an. Das Spiel hat einen wunderbaren Online-Koop. Vielleicht kommen wir auch irgendwann mal dazu, das zum Beispiel mit Dudebear oder jemand anders zusammenzuspielen. Wir haben hier angenehmerweise die Wahl, ob wir Herr oder Frau komischer Typ sein wollen. Auch komischer Typ, sieht ein bisschen komisch aus wegen der Klatze. Ich nehme an, sie hat im Spiel keine. Wobei ich mich frage, es ist ja ein First-Person-Shooter, ob man sich überhaupt selbst jemals sehen wird. Vielleicht in den Cutscenes, wer weiß. Wir nehmen auf jeden Fall den Mann. Bitte bestätigen, du kannst deinen Charakter später nochmal ändern, sobald Dutchs Insel befreit ist. Okay, Dutchs Insel wird wahrscheinlich dann das Tutorial sein. Finde ich cool, dass man den Charakter im Nachhinein noch ändern kann. Falls man es sich anders überlegt. Sehr idyllisch, gefällt mir schon mal sehr gut. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Der Vater. Oh, und ich merke was ganz Unangenehmes in meiner Hand. Montana. Big Sky Country. Der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant. Es war eine gottverdammte Sekte. Also die Rendersequenzen sehen schon mal schön aus. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Ich krieg lauter Belohnung. Keine Ahnung wieso. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind allein. Verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Wie gut die Figuren aussehen, ne? Einige wollen uns schaden. Schön animiert, oder? Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und einige werden uns verraten. Was guckst du mich an? Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und Joseph Seed. Joseph Seed. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Nein, 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 nein. Ich zwinge sie zu sehen. Oh, bitte. Da frage ich mich ja, der hat jetzt aufgehört zu schreien, was darauf hindeutet, dass er jetzt tot ist, aber stirbt man davon, dass man die Augen zerquetscht bekommt? Ich glaube nicht. Wir überqueren jetzt den Henbane. Oh nein, ich sehe schon die Doppelung bei der Bewegung. Da ist der verrückte Schweinehund. Mein Gott. Wir sind offiziell im Peggyland.
Zeit ist es noch. Bald genug, um den Plan zu ändern. Wir könnten einfach umkehren. Soll ich denn einen Haftbefehl missachten, Sheriff? Nein, Cameron. Ich will nur, dass du den ganzen Ernst unserer Lage begreifst. Joseph Seed, das ist kein Mann, mit dem man sich anlegt. Wir hatten schon mit ihm zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja, nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brad, ich brauche Verbindung zur Leitstelle. Whitehorse an Leitstelle, over. Aaron, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy, over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, unglücklicherweise versuchen wir immer noch den Marshall zur Vernunft zu bringen, over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Over. Verstanden, over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als den Neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Fred! Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys. So nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Höre ich da Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Spoiler-Alarm. Waren vorher schon unten. Was er sagen würde. Sieht optisch schon sehr geil aus. Er wird in der Kirche sein. Bleibt an mir dran. Und auch wenn es nur 30 Frames sind, fühlt sich ziemlich gut an. Sieht auch gut aus. Ich habe nur das Gefühl, dass der rechte Stick sehr, sehr... Ha! Gleich mal die Schwierigkeit ändern. Da wir ja... streamen und dabei labern. Friendly Fire ist aus. Zielmodus halten ist okay. Spielparty gründen aus. Okay, ich wollte aber in die Steuerung umsehen. Empfindlichkeit. Das ist natürlich geil, dass keine Zahlen dran stehen. Muss man sich das ein bisschen merken. So, hocken, rutschen, springen, nachladen. Waffe. Okay, super. Das sind eigentlich so die typischen Einstellungen. So, wir machen mal die Umsehenempfindlichkeit 3 Klicks kleiner. Vertauschte Tasten, vertikal so umziehen, Neigungssteuerung des Wingsuits. Wingsuits gibt's, okay. So. Das interessiert uns alles nicht. Interface. Erstmal alles an. Ja, kann man ja bei Bedarf ausschalten. Ich habe eher nach einem Grafikmodus gesucht, aber offensichtlich gibt es keinen. So, dann gehen wir noch ganz kurz hier rein. Bom, 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 bom. Master-Lautstärke? Ha, Musik ein, aus. Es gibt keine Musiklautstärke, das finde ich aber ein bisschen blöd. So, stelle den Schieberegler so ein, dass das obere Bild gerade noch erkennbar ist. So, bei euch ist das fast nicht erkennbar.
mal so geht, ne? So. Okay, was haben wir hier sonst noch? Also es gibt wohl kein Speichern. Wird wohl selbst speichern. Okay. So. Ja, so ist glaube ich schon ein bisschen besser. Muss halt sehen, wie es beim Schießen ist. Aber es ist schon sehr, sehr nervös. Lilly geht pennen. Ja, gute Nacht. Die N8. Darf gut. So, du kannst auf deinen neuen Inhalt zugreifen, nachdem du Dutch's Insel klar. Neue Gegenstände wurden hinzugefügt. Geil, die Bodentextur aussieht. Schade, dass seine Stimme so leise war jetzt. Merkwürdige Entscheidung. Oh, guck mal da. Oh. Cool, dass sie reagieren. Oh, wow. Alles klar, Jesus. Ja, chill mal, Junge. Boah, da habe ich aber auch wieder dieses Jittern. Alles bei euch auch. Wenn man sich schnell umguckt, geht's wegen der Bewegungsunschärfe. Man darf nur nicht langsam. So ist es unangenehm. So, was geht ab? Was ist denn mein Mauszeiger eigentlich? Oh, einfach Uwe 42. Du warst auch schon lange nicht mehr da. Moin. Was kann dieser Leute hier rein? Rookie, folge mir. Und du? Mach. Einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Ja, bei den Todesanzeigen. Wird schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Ihr ja. Spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird keine Schmerzen mehr geben. Joseph Sieg, ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Da sind sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment. Nimm die Hand von der Waffe. Abwarten und ruhig bleiben. Ganz ruhig. Jetzt beruhigen wir uns. Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm und sieh. Treten Sie vor. Und ich sah. Und siehe. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg dir Mistkerl Handschellen an. Warum ich? Gott wird das nicht zulassen. Wir Rookie, werden sehen. Leg ihm Handschellen an. Ja, mach ich ja. Jetzt entspann dich mal.
Guck mal. Ist es das Beste. Gekonnt. Es gut sein zu lassen. Alright. Dazu ist es jetzt zu spät. Gut sein zu lassen. Verdammt. Okay. Ja, ich muss kurz dazu sagen, das letzte Far Cry, was ich intensiv gespielt habe, war Far Cry 3. Ich weiß gar nicht, 4 gab es auch, oder? Oder war 4 dann Far Cry Primal? Oder ist Far Cry Primal aus dieser Teilweise raus? Naja, auf jeden Fall, ich habe Far Cry 1 natürlich gespielt, was grottenschlecht war, aber schön aussah. Far Cry 2 habe ich nur angespielt. Das war ganz cool, weil das technisch ein paar Neuerungen gebracht hat. Far Cry 3 war das erste, was so richtig eine gut erzählte Story gehabt hat. Und das hat mich auch so richtig gefesselt. Und das hier geht in eine ähnliche Richtung. Das gefällt mir schon mal sehr gut. So, das nur als Hintergrund. Also, was jetzt direkt davor passiert ist, 4 und Primal und so, das habe ich alles nicht gespielt. Also, ich bin da in dem neueren Far Cry Universum bin ich jetzt noch nicht zu Hause. Ich habe, wie gesagt, nur Far Cry 3 gespielt. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam. 2006 oder so. So in dem Dreh, 2005, 2006. Müsste ich jetzt googeln, ich weiß es nicht mehr. Naja, aber das hier gefällt mir echt gut. Für 30 Frames läuft's verdammt anständig. Aber ich habe diese unangenehmen Doppelungen, wenn ich die Kamera schnell bewege. Das empfinde ich als sehr unangenehm, dieses Ghosting. Und ihr habt das auch, je nachdem wo ihr konsumiert, auf dem Fernseher wahrscheinlich eher nicht. Muss später mal auf dem Handy gucken, wie das im Stream ausgesehen hat. Aber ja, 30 Frames sind 30 Frames, ne, das ist halt nicht toll. Ach, die Mucke im Hintergrund auch so gut, ne? Amazing Grace heißt das Lied, ne? Jetzt hat er angefangen zu schießen. Eine Produktion von Ubisoft Montreal. Hatte ich doch recht, habe ich vorher noch gesagt, ne? Damn. Woo. Gut, dass gemacht ist, ey. Far Cry. Enough. Ah, ich mag den Joseph jetzt schon. Richtig schöner Antagonist. Das war bei Far Cry 3 auch gut. Der Antagonist war super. Das war so ein richtig durchgeknallter Motherfucker. Ich glaube, wir hängen auf dem Kopf. Ja. Oh, schade, die damals dahin gerafft. How sweet the sound. Let's say. Bitte melden. Over. A wretch. Like me. Jetzt mit der Kopfstimme üben wir aber noch, Joseph. Ich sagte doch, Gott lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. Die Synchronstimme von dem ist auch gut. Ich kann es jetzt noch nicht verorten, aber es ist auch eine bekannte Stimme, ne? Leitstelle. Oh mein Gott. Hier ist alles in Ordnung. Das ist aber nicht Keanu Reeves, ne? Ja, Vater. Du seist gepriesen. Holy shit, die Leitstelle ist korrumpiert. Niemand kommt, um euch zu retten. Das macht gar nichts. Denn ich bin die Einmannarmee.
Ich bin der hier im dunklen Tal, oder wie die Scheiße heißt. Genau, und ob ich auch wandert im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn ich bin die gemeinste Drecksau in diesem verdammten Tal. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Ezekiel 29, 17. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die Boten des Untergangs werden die Wahrheit erkennen. Wir müssen raus. Lasst die Ernte beginnen! Wir müssen sofort raus. Okay, jetzt wird's aber Zeit. Mir steigt langsam das Bluten im Kopf. Das finde ich ja auch immer so schwachsinnig. So Gurte haben doch bestimmt so einen Sicherheitsöffnungsmechanismus, oder? Wo man einfach drauf drückt. So, wie sprintet man? L3 zum Rennen. Was ich jetzt gerade mal anmerken muss und schon wieder die Spannung unterbrechen muss, aber wie schön die Inszenierung war. Dieser Joseph sieht sich als so eine Art Jesus, hat seine Jünger um sich und wir vier sind gekommen, wie die vier Reiter der Apokalypse. Und er hat ja auch zitiert mit dem aschfahlen Pferd und so. Das ist schon sehr geil gemacht. Ich bin kein religiöser Typ, um Gottes Willen, aber ich mag einfach so religiöse Leitmotive. Ich weiß nicht warum, ich finde es irgendwie geil. Ich habe auch gern Sakrileg und so gelesen, das ist irgendwie mein Ding, finde ich geil. So, jetzt versuchen wir aber erstmal den Hunden zu entkommen. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ich kann anscheinend nicht unendlich sprinten. So, da vorne ist eine Hütte, da gibt es bestimmt eine Knarre. Das ist bestimmt eine Jagdhütte. Ich sehe mich jetzt nicht so doll um, ne? Ich versuche einfach nur, dem Weg zu folgen. Schleichen. Die Entdeckungsanzeige füllt sich, das haben wir eben schon gesehen. Wenn Gegner dich bemerkt haben, wenn sie voll ist und anfängt zu blinken, wurdest du entdeckt. Hast du dich einem Gegner unentdeckt genähert, dann drücke R3. Okay, das ist wie bei Warzone, um einen leisen Takedown durchzuführen. Okeli dokeli. Das bedeutet, dass jetzt an der Hütte wahrscheinlich jemand auf uns wartet. So ist es auch. Okay. Also einer. Matthew, es ist schlimm. Das war ein Hinterhalt. Er ist tot. Wir müssen diese Sünder finden. Komm zum Sägewerk. Oh. Ich warte hier. Ich brauche hier Hilfe. Die Sünder könnten überall sein. Hört ihr mich? Wir haben ein Problem. Bam. Die Reichweite ist schon ziemlich gut. Dass man gedrückt halten muss beim Nehmen, finde ich ein bisschen albern. Okay, Körper nehmen. Ich kann die Waffe nicht wechseln, weil ich wahrscheinlich nur eine habe. Aber hat er dann jetzt das Rohr wieder fallen lassen oder habe ich das Rohr trotzdem noch? Ich werfe den Typen einfach hier hinten runter. Ah ne, okay, ich konnte die Waffe nur nicht wechseln, weil ich wie hebt man denn auf? Oder nimmt er die Muni automatisch, weil da stand eben Pistolenmunition? Okay, wir gehen mal hier vorsichtig rein, da liegt noch was. Okay, klar, die kommen jetzt hierher, damit ich den ersten Shootout genießen kann. Hoffen wir einfach mal, dass es Auto-Aim gibt. Man muss anscheinend immer gedrückt halten. Wäre mir umgekehrt eigentlich lieber, wie bei Warzone, gedrückt halten zum Nachladen und einmal drücken zum Aufnehmen, weil aufnehmen wird man wohl wesentlich öfter. Basie. Okay, jetzt habe ich das Rohr gegen den Basie getauscht, offensichtlich. Gibt's kein Waffenrad? Ah doch, da.
Okay. Also man kann immer nur zwei Waffen tragen. Seitenwaffe, Nahkampfwaffe und da unten ist wahrscheinlich dann die Hauptwaffe. Naja, wir werden es sehen. Ah, und hier kann man die Waffen aber durchwechseln. Ah. Okay, sehr gut. Und ich schätze mal, dass der Balken, der an dem Baseballschläger dran ist, bedeutet einfach, dass er ausgerüstet ist, ne? Ah, da oben sind die Jungs übrigens. Da laufen zwei. Die schieße ich jetzt aber mal noch nicht an. Wo gibt's denn die Karte? Gibt's keine Karte? Ich hätte gerne Karte. Und ich hätte gerne eine Anzeige, wo ich meine Anzahl... Ah, 14 Schuss, okay. Ich will jetzt nicht schießen. Ah, Fernglas? Oh, sehr gut. Ich habe sogar ein Fernglas. Interface ein, aus. Warte mal. Ah, man kann zoomen. Okay, dann kann ich ja jetzt mal... Warte, wegstecken. Okay, ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber das... Das geht schon. So, man kann zumindest sich bewegen beim Klotzen, das ist gut. Ah, da oben ist einer. Oh, sehr gut. Man kann Gegner entdecken. Da ich die vorhin gesehen habe und nichts passiert ist, gehe ich mal davon aus, dass man die nur mit dem Fernglas entdecken kann. Und in guter Far Cry-Manier werden die vielleicht auch entdeckt bleiben, das wäre sehr wünschenswert. So, wir steigen mal hier aus. Kann ich hier runter, ohne Schaden zu nehmen? Ich glaube eher nicht, ne? So, hier haben wir noch ein schickes... Was auch immer das ist. Ah ne, jetzt hat er das Rohr weggetauscht. Das will ich nicht. Das Rohr ist cool. Okay, den kann ich nicht looten. So, ich habe absolut keine Ahnung, wo wir hin müssen. Es gibt keinerlei Hinweise. Ah, da wäre eine Leiter gewesen. Die benutze ich auch mal, weil ich glaube, da unten im Graben bin ich schlechter zu sehen als hier oben. Okay, er rutscht Leitern runter, das ist schon mal gut. Okay. Naja, immerhin wurde belohnt, dass ich da in das Loch reingegangen bin, nachschauen, was da ist. Auch wenn ich das Item jetzt natürlich schon hatte. Ist die Frage... Okay, hier liegen überall Knüppel rum, das scheint so Standard zu sein. Ich habe nur 14 Schuss, na, das ist natürlich nicht viel. Der Vater sieht mich, okay. So, ich bin so angespannt. Okay, also da ist ein Wohnwagen. Da ist aber ein Zaun. Das heißt, ich muss auf jeden Fall hier hoch. Ist halt die Frage, ob ich... Die scheinen hier überall zu sein, ne? Ich höre andere Stimmen aus allen Ecken. Okay, da vorne ist wahrscheinlich der Trailer, den er gemeint hat, oder? Nee. Wow, unangenehm. Okay, da vorne ist einer. Den werden wir uns mal kurz markieren. Der steht natürlich... Oh, 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 oh. Kann sich hinlegen? Nee. Er steht praktischerweise mit dem Rücken zu uns, natürlich.
Weil den sollen wir wahrscheinlich rausnehmen. Oha, Benzin, sehr gut. Der wird sich gleich umdrehen. Ich hab's im Urin. Dann werde ich erschrecken. Bam. Okay, der hatte Muni. Benzin kann man nicht nehmen. Okay, Gewehrmunition 25 Schuss. Sehr schön. Da kommen Hunde, ich bin nicht scharf drauf, rauszufinden, wie die Hunde hier drauf sind. Okay, da unten brennt was. Da stehen zwei Typen. Ja, einen könnte ich ja rausnehmen, aber was mache ich dann mit dem zweiten? Da ist ein Hochsitz, auf den ich drauf könnte. Ich könnte ihn natürlich auch einfach leben lassen, wir sind hier im Tutorial-Level. Scheiß drauf, Digga. Ach so, oder ich werfe einen Stein. Man kann ja einen Stein werfen. Da hinten ist auch noch einer. Naja, komm. Immerhin schön, dass die markiert bleiben. Sehr angenehm. Oh. Da hat mich eben jemand gesehen. Also, da war diese Aufmerksamkeitsanzeige. So, was ist das hier für ein Apparat? Munitionskisten. Okay, ich bin voll. Dann wird es hier wahrscheinlich einen großen Showdown geben. Die werden bestimmt die Hütte umzingeln oder so und dann geht's drum, mit dem Auto hier zu flüchten. Ah, ich sehe schon, wie das aufgebaut ist. Aber gut, das muss ja so sein. Ups. Entspann dich, ich bin's nur. Ist cool. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sicher den Raum, Rookie. Der ist doch schon länger hier. Warum soll ich den Raum sichern? Oh Herr Gott. Ich hatte ja keine Ahnung. Fuck. Was ist denn? Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammte Psychopathen. Okay. Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Ja, gib mir auch mal so ein A&R. AR, meine ich. Alles klar. Assault Rifle. Das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher. Mit der gottverdammten Nationalgarde. Und wir erledigen den Rest von... Okay. Shh. Okay. Sehr gut. Genau wie ich es prophezeit habe. Okay, kein Trefferfeedback. Entspann dich, mach das schon. Komm. Oh. Hey. Was ist denn mit ihm? Okay, komm schon. Ja, ich... Steig ein, Rookie!
Ich würde ja einsteigen, aber du fährst einfach los, du Hund. Komm. Herauslehnen, ja. Hopp. Bist du okay? Ja, ich bin cool. Entspann dich. Wir müssen zurück. Wir müssen schlau sein. Tiere. Wissen nicht, wen wir trauen können. Verdammte Nancy. Diese verdammte Nancy. Ach so, das war die. Nein, entspann dich, mach das. Headshot, Alter. Hui. Ja, entspann dich. Zack, der Fahrer ist tot, oder? Hey! Ciao. Oh, von wo? Alter. Ja, ich versuche mich zu konzentrieren, aber du wackelst so. Ja, cool. Mit R1 werfen. Okay, das war's schon. Alter. Nein. Ist das ein scheiß Flugzeug? Sagen wir nicht, die haben Luftunterstützung. Von wo? Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Alter. Ja, ich glaube, meine Knarre ist leer. Hey, von wo? Alter. Kurz rein. Komm schon, lad nach, Mann. Wie lange dauert das denn? Ja, ich bin gleich tot, Junge. Es steht auf einfach. Hui. Okay, den Fahrer habe ich. Kühl. Ich glaube, ich habe den Fahrer erwischt. Okay. Entspann dich, Alter. Oh, was ist denn der da? Nein! Lehn dich rein, lehn dich rein, lehn dich rein. Ja, ich hab den schon. Hoppala. Alter. Ah, ich hab so ein Piepen im Ohr. Unangenehm. Schöne Mucke auf jeden Fall. Ist geil, wie schnell man unter Wasser vergisst, wo oben und unten ist in so einer Situation. Also nicht geil, sondern faszinierend auf eine schreckliche Art und Weise. Wer bist du denn? Der sah aus wie das Trickland. Der Direktor von Zurück in die Zukunft. Der von mir prophezeite Tag ist gekommen. Alles, was ich euch sagte, ist nur wahr geworden. Die Beamten, die mich euch wegnehmen wollten, sind in der liebenden Obhut meiner Familie. In der liebenden Obhut meiner Familie. Klingt sehr nach Resident Evil. Okay, ich bin Gefangener. Es geht ab. Weißt du, was das bedeutet? Ja, ich bin ein toter Mann, richtig? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten.
Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Dieser verdammte Kollaps. Sie glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Sorry about that. Just doing my job. Just doing my job. Das Klügste für mich wäre wohl, dich einfach an sie auszuliefern. Denke auch, ja. Scheiße. Komm schon, Dutch, gib den Ruck. Mach mich los. Danke, Kumpel. Hast was gut. Raus aus der Uniform. Die verbrennen wir. Cool. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Geil. Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Vielleicht kann man hier auch mit raushängendem Schniedel rumlaufen, wie bei Cyberpunk. Mal schauen. Alles klar, Dutchie Boy. So, das war der Einstieg offensichtlich. Wechsle die Kleidung. Die Kamera ist immer noch sehr, sehr nervös. Oh, es gibt sogar einen Charaktereditor. Das hätte ich irgendwie nicht erwartet. Aber gibt's hier nur die paar Oschis da oder was? Oder wie oder was? Okay. So, tatsächlich bin ich ja eher so der Bärtige und da kommen tatsächlich nur zwei in Frage und zwar einmal er hier und einmal er hier. Er hat grüne Augen, wenn ich das so richtig sehe, das würde ja dann mir entsprechen. Was mir an ihm aber gefällt, ist, dass er so ein bisschen aschfahl ist, das kommt, wenn man zu viel im Keller sitzt und zockt. Und irgendwie finde ich sein Gesicht schöner oder sympathischer. Schön sind die alle nicht. Aber ja. Witzig auch, ich drücke nur ganz kurz und er dreht sich immer so eine Vierteldrehung leider. Ja, nee, dann nehmen wir den finde ich am sympathischsten. Oh, Hautfarbe. Ja, nee, ich mag das Aschfahle eigentlich schon. Obwohl, wenn er hier so ein bisschen öfter draußen unterwegs ist und so. So, Frisuren, ja. Was soll ich sagen? Ich bin Glatzenträger, also. Ansonsten könnte ich ja hier mal meine Traumfrisur tragen. Ja, das ist natürlich der Mohawk, ne? Man kennt ihn. Der Mullet. Schön in Rot auch. Geil. Kenny fucking Powers mäßig. Ist schon ein bisschen cool. Das müsst ihr zugeben. Okay, auch nice. Geil. Ach nein, das war's schon. Aber das ist ja unfair. Also, sind wir mal realistisch. Eigentlich müsste ich den Mullet nehmen. Aber es gibt keinen Schnurrbart dazu. Und ohne Schnurrbart ist so ein Mullet einfach kacke. Also bleiben wir bei der Glatze. So. Später nochmal ändern, sobald du Dutchs Insel befreitest. Okay, Dutchs Insel. Oh, nice. Okay, wähle eine Kategorie. Unterkörper. Ich habe die Wahl aus 4 Buchsen. Alle gleich, nur andere Farben. Ich tendiere zur ganz normalen blauen Jeans. Oberkörper. Das Hemd gefällt mir schon ganz gut. So ein schönes Flanell, malbenfarbenes, kariertes Hemd. Das ist natürlich auch nice. Wobei das eher cool wäre mit so einem britischen Union Jack drauf, weil der sieht so ein bisschen aus wie so ein Skinhead. Ja, nee, ich
ziehe hier passend zu meinen Jeans vielleicht ein blaues Flanellhemd an. Oder ein rotes. Macht es eigentlich auch ganz gut. Schwierig. Hier gefällt mir das Karo-Muster besser. So, Kopfbedeckung, jawohl. Ast rein. Hätte bestimmt cool ausgesehen, wenn der Mullet hinten raushängt. So, wir haben einmal hier die Baba Gump Shrimp Company, oder was das ist. Na, die gefällt mir am besten, glaube ich. So, Hände. Bandagen. Skeletthandschuhe. Lederhandschuhe. Rote Handschuhe. Keine Ahnung, ich mag irgendwie die Skeletthandschuhe. Okay. So. Damit sind wir ausgerüstet. Ast rein, rede mit Dutch. Schauen uns erstmal um. Ob es hier noch irgendwas zu looten gibt. Sieht nicht so aus. So, Dutch ist hier drüben. Können uns ja trotzdem mal angucken. Hier, oh, eine Bettpfanne. Aha, erste Hilfsset, also gibt es doch Sachen zum Looten. Oh, das war ja witzig. Guck mal. Wie die Schatten reinpoppen am oberen Bildschirmrand. Green-based Shadows. Boah, schade. Sehr unangenehm. Krass. Ja, die Peggys heißen Peggys wegen Project Eden Gate. So heißt denn ihre Sekte Eden Gate oder Eden's Gate, also die Tore von Eden. Lustigerweise hatten wir mit Eden ja auch erst vor kurzem zu tun in Mutant Year Zero, Road to Eden. Brief vom Hope County Chronicle. Lieber Mr. Roosevelt, ich würde Sie gerne zu Ihrem Konflikt mit Regierungsvertretern bla bla bla. Das ziehen wir uns nicht alles rein. Was ist das? Dad, wir sehen uns bald. Okay, also Dutch hat offensichtlich... Ah, wir sind in so einem Prepping-Bunker, oder was? Sind wir unter der Erde? Ist mir gar nicht so gekommen, aber in dem Brief stand irgendwas mit Prepper. Das sind doch diese Typen da. Und beschränke doch die Prepping-Aktivitäten auf ein Minimum. Die Prepper sind doch die, die... sich Bunker bauen für den Ernstfall. Okay, hier braucht man einen Schlüssel. Da sind die Knarren drin. Schöner Bunker. Der Vollständigkeit halber. Gucken wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Aha, Schaufel. Kann man schon mal mitnehmen. Okay, hier geht's raus. Wir gehen natürlich nicht raus. Okay, also wir können dem Dutch nach Bedarf jetzt auf jeden Fall schon eins überbraten, falls er uns dumm kommt. Oh, das ist ja cozy. Telefon. Und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen. Boomer dreht durch und will sich nicht beruhigen. Sind das schon wieder diese Peggys? Wie viel lassen wir uns noch gefallen? Egal, ruf mich zurück, wenn du kannst. Und pass auf dich. Schade. Richard Dutch Roosevelt. Einheimischer kämpft um sein Recht auf Wasser. Okay. Na, noch ein paar Fischis. Ist doch ganz cool. Fehlt nur ein Fernseher irgendwie, oder habe ich den übersehen? Das sind wohl seine privaten Gemächer. Aha, eine Werkbank. Dann. Pistolenmuni.
Ja, das ist übrigens bei den Reviews als negativ bewertet worden. Es gibt wohl relativ wenig Munition im Spiel. Ich hoffe, dass sie das vielleicht mittlerweile gepatcht haben. Weil, und das ist eine richtige Frechheit, man kann hier gegen Echtgeld Munition kaufen. Wir kennen Ubisoft. Ubisoft sind schon ein Schweineverein manchmal. Ich frage mich gerade, wenn hier überall Amazing Grace läuft. Komm mal her, Deputy. Wir müssen reden. Ich habe es jetzt mal ausgemacht. Nicht, dass ich da bei Twitch Ärger bekomme. Okay, der hat auf jeden Fall hier die drei Geschwister und den Joseph getrackt. Du hast was Passendes gefunden. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Oh, mit dem Nacken so weh. Zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Okay. Du willst sie zurück. Da haben wir doch schon unsere Hauptagenda. Wir wurden auch Freunde entführt. Das Problem erinnert ist, ein bisschen an Ghost Recon Wildlands. Keiner weiß, was hier los ist. Vom Aufbau her. Das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast. Muss mal ganz kurz hier was am Monitor einstellen. Sekunde. Kurz was gucken. Na, was habe ich denn jetzt gedrückt? Hallo. Tja, komisch. Frag mich, ob das an meinem Monitor liegt. Aber ihr habt da die Doppelung definitiv auch. Und ich glaube, es ist für mich hier nur gravierender, weil ich so dicht davor sitze. Naja, es ist sehr unangenehm nach wie vor. So, was soll ich tun? Waffenrad. Halte L1 gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Wähle die gewünschte Waffe mit R. Nahkampfwaffen und Wurfgeschosse bieten eine tiefergehende Auswahl. Schalte mit alle Möglichkeiten dieser Felder durch. Dich da draußen. Es wimmelt von Peggys. Diese Wichser sind bereit für ihren Psychopathen von einem Anführer. Inventar und Weltkarte freigeschaltet. Sehr gut. Ah, da sehen wir doch schon, auf was es hinausläuft. Es gibt offensichtlich drei Zonen. Die wollen alle drei befreit werden. Okay. So, wir haben die Karte freigeschaltet. Ich muss mal gerade schauen, wie es hier aussieht. Sehr, sehr unangenehm, dass man hier schon alle Items sieht, die es wohl so gibt. Wäre doch viel cooler, wenn man das nur sehen würde, wenn man zum Beispiel jetzt zwei Granaten hat, dass er dann nur hier zwei Granaten anzeigt. Das ist doch total verwirrend, wenn hier immer alles permanent zu sehen ist.
da ist die Karte. Auszoomen. Okay, es ist eine Repräsentation der Spielwelt. In 3D sogar. Das finde ich ganz cool. Das ist mal was anderes. Widerstandspunkt in Dutch-Region. Ja, das ist den Bunker. Okay, da geht es jetzt richtig ins Spiel. Ich wollte mal noch mal kurz was gucken. Okay, nee, das war das. Jetzt kurz schauen, was hier geklingelt hat. War das Twitch? Okay, gut, dann verlassen wir mal den Bunker und schauen, was uns in der Oberwelt erwartet. Krass. Ich hätte schwören können, dass es Nacht ist. Es ist Nacht, Senorita. Oh, das erinnert doch schon sehr an The Hunter Call of the Wild. Und es sieht wunderschön aus. Okay, geil. Verstanden. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in... Ich muss mal kurz hier auf die Karte wechseln, damit... ...und den Bedürftigen helfen, okay? That's out. So, da hat er jetzt so einen Sektenschrein entdeckt. Da kann ich mir einen Wegpunkt hinsetzen. Wieso lockt er nicht auf dem Icon ein? Das ist so eine Kleinigkeit, die mich ein bisschen stört. Okay, der ist hier drüben. 82 Meter. Aha, Gegner. Zwei Stück. Das ist ja wie der Hunter. Oh, drei Stück. Bis an die Zähnchen bewaffnet. Ja, wie wechsle ich denn? Wie viel Schuss? Ich habe nur 10 Schuss. Da fängt's doch schon wieder an. Gibt's hier vielleicht irgendwas, was explodieren könnte? Ah, hier so ein Halleluja.
Okay, wenn die sich ein bisschen aufteilen, kann ich vielleicht wenigstens einen so ausschalten. Vielleicht den hier. Oh oh. Eden's Gate hat schon fast alles, was lebt. Witzig. Ich habe die quasi beim Sprechen rausgenommen. Und es ist keinem aufgefallen. Alles klar, Chef. Dann bestraf mich mal. Rüste ein Wurfgeschoss über das Waffenrad aus, indem du L1 gedrückt hältst und den Gegenstand mit R auswählst. Drücke dann R1, um ihn zu werfen. Halte R1 gedrückt, um Granaten und ähnliches abzukochen. Ah, okay. Abkochen bedeutet eine Granate, zum Beispiel, wenn die einen Timer hat von 7 Sekunden, dann hält man die 3 Sekunden gedrückt und wirft sie erst dann und dann geht sie nach 4 Sekunden hoch. Wurfgeschosse und Sprengkörper findest du bei Leichen und in Containern. Okay, sauber. Die Jungs konnte ich so überwältigen. Nitro. Okay. Oh, eine große Kiste. So, das hier ist anscheinend zerstörbar. Okay, wenn man zu nah rangeht, kriegt man hier so ein... Ach so, das ist dieses Weihrauch-Scheiß, was hier rauskommt. Hab mich vorhin schon gewundert. So, da gibt's noch Muni. Eine Schaufel. Ist die Frage, wie mache ich das kaputt? Oh, und da oben? Was haben wir denn da? Johnson-Wachturm. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, wie viel Schuss haben wir in dem Ding? 15. 32, dann schießen wir jetzt hier einfach mal. Okay, es fängt an zu brennen. Wahrscheinlich brauchst du mehrere Schüsse. Ich gehe mal lieber ein bisschen weg. In die Hocke. Ich will jetzt aber auch nicht meine ganzen Schüsse hier. Zwei mache ich noch. Habe ich irgendwas? Wurfmesser habe ich. Keine Granaten, ne? Okay, ist jetzt die Frage, muss ich öfter drauf schießen oder? So, wir könnten mal kurz schauen. Okay, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Okay, dann. Okay, ich habe nicht mitgezählt, waren 5 Schuss oder so, ne? Gut. Dann gehen wir mal hoch zu diesem Wachturm. Die Geräusche noch nicht so zuordnen, ne? Ist irgendwie schwer zu sagen, ob sich eine Bedrohung in der Nähe befindet. Oder was das für Geräusche sind. Was zeigt er mir hier an? Dutch's Bunker. Ach so. Der Wachturm scheint
freundlich zu sein, weil der, weil man da eine Schnellreise hinmachen kann. Da hinten brennt irgendwas. In der Ferne. Da habe ich doch eben, da ist ein Feuer, ne? Später mal gucken, was da los ist. Will ich erstmal wissen, wie man zu diesem Wachturm kommt. Ah ja. Oha, Geräusche. Okay, ich glaube, da wird jemand gefoltert oder so. Oh ja. Oh. Deckung. Aha, die Alte kann mich sehen, okay. So, ich glaube, da ist nicht viel mit Anschleichen, weil die dreht sich die ganze Zeit in meine Richtung. Ich glaube, das ist Absicht, damit man gezwungen ist, hier ein Feuergefecht zu machen. Da oben ist eine schöne Plattform, auf die ich drauf kann. Wir werden mal sehen, was die Plattform uns für einen Vorteil verschafft. Oh, das Rutschen ist aber unangenehm. Es ist nicht so angenehm wie bei... wie bei Warzone. Okay, da hinten wäre auch eine Plattform gewesen, sehe ich gerade. Diese Leute hätten großzügiger sein sollen. Was gibt's hier? Gibt's hier nichts zu looten oder was? Okay, ich kann nur von. Rede, Sünder! Headshot. Das ist also das Ende. Geil. Man hat zwar kein Trefferfeedback, also es macht jetzt nicht Bupp oder so, wenn man jemanden getroffen hat. Es gibt auch keinen Indikator, der zeigt, dass man getroffen hat. Aber ein Schuss und tot. Ich liebe sowas. Das mochte ich schon bei Ghost Recon Wildlands, dass die Waffen da sehr schnell tödlich waren. Ich mag so Spiele mit Bullet Sponges als Gegner nicht. Mir gefällt es besser, wenn es ein bisschen realistischer ist. Wie stecke ich eigentlich die Waffe weg? Ne, Doppelklick ist es nicht. Gedrückt halten vielleicht? Ich muss ja irgendwie die Waffe auch holstern können, oder? Nö, anscheinend nicht. Okay, plündern. Guten Tag. Ah, cool, ich konnte sogar den Pfeil hier rausziehen. Sehr gut. Gleich. Du musst nicht den Helden spielen, aber. Komm. Ich dachte, ich bin hinüber. Danke. Ja, ich will dich nicht bedrohen, ne? Das ist dummerweise. Ich hab gerade gesehen, wie die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat. Was war denn jetzt? Wenn du ihm hilfst, wird er dir vielleicht später mit der Waffe zur Seite stehen. Hey Mann, hast du noch eine Minute? Ach so, da wirft man Steine mit Taste nach unten. Scheiße. Ja, ich habe eine Minute, klar. Was klar. Diese Fanatiker sind außer Kontrolle. Ich glaube, es gibt ein Prepperlager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehortet. Alles klar, danke. Das war zu knapp. Danke. Okay, der gibt nur Tipps. Dann gehen wir jetzt mal da hoch zum Aussichtsturm. Erstmal aufs Klo. Klo ist zu. Ach, das ist die Flagge. Ich denke, was sind denn das für Geräusche da die ganze Zeit? Okay, also hier unten. Am Bootsanleger soll ich hingehen. Wir gehen jetzt aber erstmal hier hoch, gucken, ob da jemand drin ist. Ah, cool, den Typ sieht man durch die Map. Der läuft hier hoch. Sehr schön.
So, was ist hier? Hey, Henry. Ich bin hier am Waldrand, da, wo du das Feuer gesehen haben willst. Ich weiß nicht, warum dieser Angeber so dicht über den Baumwipfeln fliegen musste. Aber jetzt fliegt hier sowieso gerade keiner. Diese Rauchwolke ist ziemlich dicht. Aber ich muss mir das mal näher anschauen. Was ich nicht verstehe, was treiben diese ganzen Peggys hier draußen? Es gibt einen ganzen Haufen von ihnen im Wald. Die rufen, als ob sie jemanden suchen würden. Ich weiß nicht, ob sie damit was zu tun haben. Mir kommen sie ziemlich abgeranzt vor und... Heilige Scheiße! Hier ist gerade ein Pickup vorbeigerast. Hinten drauf saßen ganz viele Peggys mit Schrotflinten. Ich werde mal... Ach so Scheiße! Cool. Ja, schön. Hier gibt's anscheinend nichts anderes. Schnellreisen nicht verfügbar. Ach so. Aber warum ist die Schnellreise nicht verfügbar, ist die Frage, ne? Muss ich hier noch irgendwas anklicken, damit die Schnellreise verfügbar ist? Oder ist die Schnellreise erst verfügbar, wenn er hier mit Schrauben fertig ist? Repariert der da irgendwas? Ah, guck mal da, eine Seilbahn. Das war ja ein bisschen geil. Strom benötigt. Strom benötigt. Okay. Oha. Da ist der Bunker, von dem er gesprochen hat. Na komm, dann gehen wir erstmal in den Bunker rein. Was ist hier? Hey Mike! Ich wollte in das unterirdische Versteck, aber es gab einen riesen Rohrbruch und alles ist überflutet. Ah, ich weiß nicht, was davon noch brauchbar ist. Wir brauchen Saft, damit die Pumpe das Wasser abpumpen kann. Ah, alles klar. Okay, also ich habe mir ein Versteck entdeckt, kann aber da nicht rein, weil es überflutet ist. Gibt es irgendwo eine Luftanzeige? Wow. Nee. Nee. Ach Gott, das war's schon. Ich glaube, er trinkt schon. Das ist das große Los. Ein Prepper-Versteck. Wenn du es da hineinschaffst, wartet in der Regel ein ganzer Haufen nützlicher Kram, den jemand sicher verstaut hat. Schau ruhig mal nach. Ja gut, aber das Ding hat keinen Strom. Sonst könnte ich es abpumpen. Die Frage ist, wo man Strom herbekommt. So, wir gehen mal dann hier auf den Grund. Oh, verschlossen. Okay, hier gibt es einen Stromkasten. Hier gibt es einen Stromkasten. Das ist doch schon mal interessant. Ist die Frage, wo man einen Schlüssel herbekommt. Okay, wir gehen jetzt erstmal schauen, was er uns hier... Oh, guck mal da hinten. Alles klar. So, mal kurz markieren. Ist der alleine? Ich glaube, der ist alleine. Oh ne, da drüben sind noch welche. Okay, verstehe. Die werden uns natürlich hören. Ah, und da unten ist noch einer. So, dann werden wir mal vorsichtig hier runter. Was ist da drüben?
Silver Lake Conservation Area. Research Station. Nein, ich habe einen Stein geworfen. Sie sollten besser keine Dummheiten machen. Okay, ich bin geduckt. Hoffe, das klärt sich bald. Dumm, dass sie sich immer wiederholt. Rede, Sünder! Meint ihr, ich kann an den Rand tauchen und ihn runterziehen? Dem Willen des Vaters widersetzt sich niemand lange. Wo versteckt sich der Deputy? Sag uns lieber, was du weißt, Sünder! Geil! Auf sowas stehe ich ja. Aber jetzt ist er... Ich breche die Peggys nicht. Ah. Cool. Hilf mir, ich will kämpfen. Ja, man kann ich Problem. Erledigt. Danke. Hab ich so eins schon? Achso, so eins hab ich, deswegen kann ich es nicht aufnehmen. Okay, heuere das Mitglied des Widerstands an. Ich heuere. Ich kämpfe an deiner Seite. Ach, ist rein, Alter. Hey, Deputy. Jetzt, wo du in Begleitung bist, solltet ihr zwei euch mal auf den Weg zur Waldforschungsstation machen. Da wimmelt es von Kultisten. Das ist so eine Art Depot für ihr verdammtes Bliss. Schaltet sie aus und zeigt ihnen, dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Okay, das ist tatsächlich das, was ich eben gesehen habe von Weitem. Gut, 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 gut. So, ich sehe aber gerade, dass wir schon anderthalb Stunden im Spiel sind und werde an der Stelle jetzt eine kleine Pause einlegen, weil ich muss morgen arbeiten und ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ja, ich würde sagen, das war's. Als Ersteindruck von Far Cry 5 soll das jetzt mal genügen. Sieht auf jeden Fall nach Spaß aus. Ich denke, ich werde mich dem Ganzen eingehender widmen. Die Frage ist, ob ich das im Stream tun werde oder ob ich allein für mich spiele. Das habe ich noch nicht eruiert. Kann gut sein, dass ich das im Stream spiele. Ich finde, das bietet sich an. Kann man... Zwischendurch gibt es immer wieder ruhige Phasen, da kann man ein bisschen schnacken. Und ja, ich denke, es kann auch sehr unterhaltsam sein. Weil da ergeben sich bestimmt die ein oder andere lustige Situation. Na gut, Freunde der Sonne, dann sag ich mal, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich verabscheue mich. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen und reingedingst. Watch out!